Dieses Video wird euch präsentiert von manscaped.com. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video mit meinem C63 Black Series Umbauprojekt. Und heute geht es um die optischen Transformationen, bevor es dann bald weiter an der Technik geht. Nämlich Felgenfahrwerk, Folie und natürlich auch endlich der Heckspoiler, den ich bei Alibaba natürlich bestellt habe. Deshalb bin ich heute auch wieder bei Ricardo. Moin! Du wirst dich zuerst mal um das Fahrzeug kümmern, ne? Ja. Und vorher muss ich mich um was ganz anderes kümmern, nämlich deine Eier. Oh. Ich persönlich bin einfach ein Riesenfan von manscaped.com, weil sie einfach die besten Geräte und Produkte für eure muffigsten Bereiche anbieten. Dein Körper, dein Schritt, deine Eier. Und jetzt gibt es ganz neu für euch das Perfect Package 4.0 mit dem Lawnmower 4.0. Auf Deutsch der Rasenmäher 4.0 oder wie ich ihn gerne nenne, den Sackrasierer 4.0. Damit bekommt ihr das ultimative Manscaped-Erlebnis. Mit dem Lawnmower 4.0 habt ihr einen wasserdichten elektrischen Trimmer. Das Perfect Package 4.0 ist ein All-in-One-Kit, das alle Geräte enthält, um dein Pflegeerlebnis zu perfektionieren. Von der morgendlichen Dusche bis zum nächtlichen sei auf alles vorbereitet Moment. Kommen wir zurück zum Lawnmower 4.0. Mit ihm trimme ich meine Haare in der Dusche, da er wie schon vorher gesagt ist, wasserdicht ist und kabellos geladen werden kann. Da habt ihr keine Probleme mehr mit Haaren, die im Bad auf dem Boden liegen. Einfach in der Dusche schön den Sack rasieren und die Haare den Abfluss runterspülen. Genau wie sein Vorgänger hat der Lawnmower 4.0 austauschbare Keramikklingen, ein LED-Licht, damit ihr euren Sack besser begutachten könnt beim Schneiden und natürlich auch die Skin Safe Technology, damit ihr euch nicht in euren Sack schneidet. Was aber natürlich auch noch beim Lawnmower 4.0 dazu kommt, ist, dass ihr eine Reisesperre habt. Das heißt, dreimal den Knopf drücken und schon kann er nicht mehr in der Tasche angehen. Also denkt auch niemand, wenn ihr irgendwo am Flughafen oder sonst wo seid, dass ihr irgendwie bei euch ein Vibrator in der Tasche angegangen ist oder so. Und wenn ihr dann schon mit dem Sackrasierer 4.0 eure Haare in der Dusche rasiert habt, braucht ihr unbedingt noch den Crop Preserver. Der ist nämlich ein schnell einziehendes und klares Intimdeo. Die Feuchtigkeit spendet und reibungsmindernden Schutz für den kompletten Tag bietet. Und für die Erfrischung zwischendurch gibt's den Crop Reviver, den Ball Toner. Hierbei handelt es sich aber nicht, wie ursprünglich angenommen, um ein Bräunungsspray für eure Eier, sondern um ein Erfrischungsspray für eure Eier mit schönem Aloe Vera drin und mit entzündungshemmenden Eigenschaften, damit eure Eier immer schön fresh bleiben. Und zusätzlich bekommt ihr im Perfect Package 4.0 noch den Weed Whacker, den Unkrautvernichter für eure Nase. Den braucht ihr nämlich unbedingt, denn wer zupft sich denn schon die Nasenhaare raus? Das tut ja weh, als ob einer einem in die Eier zwicken würde. Und nur für kurze Zeit bekommt ihr noch zwei Geschenke, wenn ihr jetzt euer Perfect Package 4.0 bestellt. Einmal die Manscaped Boxer Shorts für perfekten Tragekomfort und perfekte Sacktemperatur. Und ihr müsst das ganze Perfect Package ja auch noch irgendwo rein transportieren. Da bekommt ihr The Shed, den Schuppen, den Ort, an dem ihr eure Gartengeräte für euren Intimbereich transportieren könnt. Also geht jetzt auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung und sichert euch euer Perfect Package 4.0. Denn nur für kurze Zeit bekommt ihr mit dem Rabattcode Marius 20% Rabatt und kostenlosen internationalen Versand. Und ich sage euch eins, die ganze Frauenwelt und eure Eier werden euch das danken. Freunde, ich kann euch nur eins sagen, dass mich wieder mit so viel Stolz erfüllt, erneut für so ein geiles Produkt Werbung machen zu dürfen, dass Manscaped mich hier wieder unterstützt. Also checkt den Link in der Beschreibung aus und holt euch auch euer Perfect Package 4.0 mit den Boxershorts. Die trage ich natürlich auch immer für perfekte Sacktemperatur. Aber wie ihr seht, bin ich heute hier schon bei Mutlu. Der sitzt, steht die ganze Zeit schon im Hintergrund, ist nur am Lachen. Denn heute bekommt der endlich Felgen. Denn für euch, falls ihr das Video nicht gesehen habt, gestern waren wir ja auf dem Trackday am Bilsterberg und die ganze Zeit durfte ich mir anhören, wie du und Raphael euch über mich und mein Auto lustig gemacht habt. Nicht über dein Auto, über deine Rad-Reifen-Kombination. Ja, es sieht schon lustig aus. Aber heute gibt es nicht nur die Felgen, die zeigen wir euch später noch, wie die jetzt aussehen, aber auch KW-Fahrwerk kommt natürlich auch noch rein, damit er ein bisschen tiefer ist. Ich habe mir das KW Competition 2 Fahrwerk geholt. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene für den C63 von KW.
Und das ist auch mein erstes KW-Fahrwerk, weil man kennt es ja aus allen YouTube-Videos, dass alle immer über diesen von diesem KW-Effekt sprechen. Und das ist jetzt mein erstes Mal und da seht ihr dann auch dementsprechend meine Reaktion dazu. Aber ich würde sagen, wir unboxen das Ding jetzt erstmal und gucken, was da drin ist, weil ich habe, das Ding lag, glaube ich, 3 Monate bei Raphael und ich habe das letztens erst mitgenommen und noch gar nicht reingeschaut. Achso, da ist der Schlüssel. Ah, das ist für die Höhenverstellung. Genau, da ist deine Bäpperle-Aufkleber. Da sind sogar neue Koppelstangen dabei. Ja, die passen dann dazu. Ach so, weil, klar, weil du die Höhe ja veränderst. Genau. Das sind Federn wahrscheinlich für hinten. Also schon High-End-Fahrwerk, ja. Ne? Also sieht auch echt pornös aus mit dem gefrästen Teller hier oben und so. Fahrwerk hättest du gestern gebraucht. Ja, 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 ich weiß. Und gestern habe ich Fahrwerk gebraucht. Weil gestern, Mutlo hat mir auch gesagt, weil ich habe ja mir gute Gebrauchtreifen draufziehen lassen, die schön gerutscht sind, nur damit das Auto TÜV bekommt. Und hinten waren das irgendwelche, glaube ich, Conti-Sport und vorne Syron oder irgendwelche Billigreifen. Die sind beide, glaube ich, schon 8 Jahre alt. Aber naja, das Ding hat es überlebt. Das war mir das Wichtigste, dass der Motor nicht hochgeht oder so. Aber ich meine, noch mit 309.000 Kilometern, er lebt immer noch. Ist schon eindrucksvoll, ne, mit der Kilometerzahl. Ja. Ein paar Sekunden später. Jetzt ist gerade mal ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben gerade auch schon Mittag gemacht, uns mal schön Döner reingezogen. Und es hat nämlich ein bisschen gedauert bei der Hinterachse. Vorne ist alles Plug and Play. Hier hinten hat es auch ein bisschen gedauert. Wir mussten auch, wie ihr hier seht, den Auspuff absenken. Denn ich frage mich zwar immer noch, warum die Mercedes-Ingenieure auch den Auspuff hier aufteilen, dass man den Endschalldämpfer nicht abnehmen kann und den kann man abnehmen. Aber genauso haben sie auch ein paar andere Sachen gemacht, die ein bisschen seltsam sind. Um natürlich die Feder hier auszutauschen, muss man die Schraube hier lösen, wie ihr auch hier seht, damit man es eben ganz eben absenken kann. Und original ist das nicht so, weil ihr seht ja, wir haben hier eine richtig lange Schraube, die ist original andersherum drin. Also das ist quasi der Kopf von der Schraube auf der Seite ist, das heißt, die muss nach hier raus. Aber wie ihr seht, hier ist der Auspuff. Die geht da nicht raus. Deswegen mussten wir das Ganze absenken. Und jetzt passt das Ganze rein. Ich frage mich zwar, warum die das machen, damit man eben nicht selber schrauben kann oder was auch immer. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt mal kurz auf den Mutlo, weil die Felgen, die sind glaube ich schon am Abkühlen. Die kommen gerade aus dem Ofen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze fertig aussieht. Inzwischen. Eine Sache, die ich euch aber noch zeigen wollte, ist nämlich, beim KW-Fahrwerk kann man am Gewinde die Höhe verstellen und hinten ist es hier oben im Federteller drin und das Blöde ist, jedes Mal, also wenn wir jetzt das Auto runterlassen und denken uns, oh, das ist jetzt zum Beispiel zu tief, weil wir haben natürlich kein Restgewinde mehr da gelassen, da müssten wir nämlich die Feder wieder ausbauen, um es zu verstellen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich glaube, von der Bauform her konnten wir es auch gar nicht anders lösen. Und ihr habt es gerade schon gesehen, der Mutlu steht jetzt auch schon neben mir und ihr habt ja jetzt schon die Reifen auf die Felgen draufgezogen. Ja. Und jetzt können wir euch auch mal zeigen, was wir gewählt haben und welche Farbkombi. Genau. Also, da seht ihr es, Mutlu. Wie heißen die Felgen nochmal? Das sind die 3.1, die LVL, wobei wir die jetzt auch in eine RZ-Reihe wahrscheinlich mit reinnehmen wollen. Ursprünglich waren die ja Silber, die haben ja Probe gesteckt. Ja, genau. Und du wolltest aber Silber jetzt mit dem Fahrzeug, weil dein Fahrzeug aus Chrom, Weiß, Schwarz. Ja, und da dachte ich mir, am besten wäre natürlich wieder, wenn wir auch genau das gleiche aufgreifen, Schwarzglanz nehmen und natürlich den glanzgedrehten Rand, weil da hast du mir ja dazu geraten, weil wenn wir jetzt nur schwarz hätten, wird natürlich die Felge ein bisschen untergehen. Ja, genau. Und so siehst du eigentlich, wie groß die Felge wirklich ist, ne? Der Mutlu hat natürlich zu den teuersten Reifen wieder geraten, Michelin-Reifen. Den sichersten, natürlich, du damit ich sicher unterwegs bin. Du wirst es nicht bereuen. Ja, glaube ich auch nicht, weil bei sowas darf man auch nicht sparen, vor allem bei einem Performance-Fahrzeug. Ich freue mich schon so darauf, damit zu fahren, weil wir haben es ja vorhin schon angerissen, hier mit meinen Syron-Reifen, als wir auf dem Trackday waren. Da hast du auch zu mir gesagt, weil dort waren ja auch viele, wenn ihr das Video gesehen habt, solche Höhenunterschiede. Und da merkt man, das Auto so versucht abzuheben. Und da auf, hast du der lange, auch, genau, gerade, auf der langen Gerade. Da, wo du bei 180, 200 km/h bist. Ja. Und dann kommen ja diese brutale Kuppen, wo du eigentlich mit so einem Fahrwerk schon fast abgehoben hast. Ja. Da sind natürlich dieses Fahrwerk mit Zug- und Druckstufe bestens dafür geeignet, weil sich das Fahrwerk dann nicht so schnell raus, und das kannst du überall einstellen nochmal, und auch nicht so schnell runter. Das ist ja optimal. Wenn du jetzt zum Vergleich mal dort fahren würdest, jetzt auch mit deiner Originalräder wieder, würdest du merken, dass du das so einfacher mitnimmst und nicht diesen
Dicht diesen, weil man hat, kriegt da wirklich ein bisschen Schiss, wenn man da so fährt. Vor allem, das sind so zwei solche Huckel und dann kommt eine Kurve, wo man hart anbremsen muss. Mhm. Also ich hatte nur einmal die Eier, das zu machen, und das war echt nicht so geil. Vor allem mit den Reifen, ABS, rutschen die da schon so. Ja. So, die vordere Felge habe ich jetzt verbaut, die habe ich jetzt nicht verglichen. Aber das ist deine hintere Felge, ne? Mit deinem 2,55er Reifen. 2,55 hinten, und ich meine, wenn ihr mal die Walzen dagegen seht, weil wir vorher im letzten Video besprochen hatten, wir haben ja quasi vom Black Series die Größe übernommen, deshalb seht ihr auch, der steht ein bisschen weit nach oben über, deshalb muss ich ja auch im Abrollumfang das ändern, damit der Motor dann anschließend, wenn der Tacho justiert ist, dann den ganzen Kram eintragen kann, also Fahrwerk plus Felgen. Also Freunde, ich komme gerade schon aus dem Grinsen die ganze Zeit schon nicht mehr raus, das Auto wird gerade runtergefahren und ich schwenke jetzt einfach nur um und dann guckt euch das mal an. Bin mal gespannt, wie tief er gleich geht. Ich hoffe, auf Kamera kommt es genauso geil rüber wie in echt, ey. Alter, oh Gott. Wie hoch ist der denn hinten? Ja, der kommt noch. Ich wollte gerade sagen. Also vorne sieht ja schon mal echt geil aus. Vorne kommt auch noch ein Stück. Wir rollen den jetzt ein bisschen zurück. Ja. Wir ziehen jetzt die Räder nach. Aber glaub mir, Marius, du nimmst jetzt mit der Kombi, also wir jetzt für uns hätten jetzt etwas schmaleren Reifen genommen, für Showzwecke, noch weiter runter. Mhm. Das hier nimmst du jeden mit. Du nimmst den Papa mit, du nimmst den Vertreter mit, du nimmst die Tuning-Szene mit, weil es einfach optisch unalltagstauglich und renntauglich. Ne? Und also wirklich, wo blöde ist es hier auf Kamera, weil das Auto weiß ist, macht die irgendwie alles so dunkel, dass ihr die Felgen gar nicht so richtig gut seht, aber es sieht, ohne Witz, also ich komme gerade gar nicht mehr klar, das sieht so geil aus. Vor allem, weil die so konkav sind. So, jetzt seht ihr es mal richtig. Boah, Freunde, ich muss euch gerade mal hinzuholen. Also das Krasseste an dem Fahrwerk und der Rad-Reifen-Kombination ist einfach, nicht nur, dass es trotzdem komfortabel ist, obwohl es tief ist, wie das Ding in den Kurven liegt. Also ich war gerade hier ein paar schöne, die Scenic Route quasi, fahre ich gerade zu mir nach Hause zurück und ist einfach nur krank. Es ist krank, wie gut das Ding jetzt, die breiten Schlappen und das KW-Fahrwerk auf der Straße liegt. Das Ding, das geht so durch die Kurven, ich komme gerade einfach gar nicht mehr klar. Voll geil. Dann morgen. Ja, und nachdem der Ricardo jetzt endlich mal seinen Hodensack rasiert und erfrischt hat, können wir jetzt noch mit der Folierung dann beginnen. Genau, jetzt kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren und jetzt juckt es auch nicht mehr so. Deswegen, da steht das gute Stück, Ricardo. Dann geh mal hin, weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Er wird uns jetzt ein paar Sachen vorschlagen und am Ende werde ich überrascht. Weil ich gebe das Auto jetzt dann gleich hier ab. Und dann hole ich es wieder ab und am Ende ist es irgendwie wie der lila Glitzer, ne? Wie der Maybach da. Genau, ich habe jetzt gedacht, wir machen ein bisschen was mit Pink, vielleicht so einen pinken Kleiber noch auf die Haube, hacken ein bisschen was, ein paar Pink Glitzerstreifen und ich glaube, dann müsste das ganz gut passen. Gut, um jetzt mal wirklich zu, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, mein Plan ist eigentlich so eine Art Race-Car-Look zu machen, also wir werden die Farbe nicht verändern, weil das Auto, ich finde auch in Weiß, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, sieht der mit am geilsten aus, weil du halt diesen Kontrast zu den schwarzen Teilen so richtig, richtig gut kommt. Und dementsprechend ein Race-Cutting mit ein paar Logos von Firmen, mit denen wir zusammen das Ganze ja umgesetzt haben, das ganze Projekt, kommen da drauf. Die Frage ist natürlich halt, in welcher Farbe man das Design macht. Und da werde ich mich, wie gesagt, überraschen lassen, ob er da wirklich dann lila Glitzer nimmt oder rosa, pink. Es wird schon geil. Also generell würde ich sagen, wir machen einfach was Geiles fertig. Und ich nehme die Kamera mit, zeige euch ein bisschen was. Das sieht Marius doch noch nicht. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und jetzt geht der Ricardo erstmal ein bisschen meine Mücken, die ich so über die Zeit nach dem Umbau aufgesammelt habe, die darf er dann erstmal hier säubern alles, ne? Das freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Ne? Das sind diese Kunden, die man am liebsten hat. Das sind die, die auch mit dreckigen Zähnen zum Zahnarzt gehen und Jetzt werde ich hier so schlecht geredet. Ich gehe mal mit sauberen Zähnen zum Zahnarzt. Also, ich würd... Und kommst mit dreckigen Auto zum Folierer hier. Mann. Ja gut, ich würde sagen, am Donnerstag hole ich das Auto wieder ab. Heute haben wir Samstag. Ich hoffe, wir schaffen das. Montag fängst du an, weil das Auto steht ja auf einem Event in München. Werdet ihr auch noch am Ende vom Video sehen. Und dann, ja gut, Ricardo, ich steige da mal zu meinem Kollegen, zu Fabi, in sein CLK. Und dann, wir sehen uns. Ne? Ja, tschüss. Drei Tage später. Hallöchen! Ja, ihr seid bestimmt gespannt, wie das Auto von Marius aussieht. Ja, eins kann ich schon mal sagen, er ist schwarz-matt geworden und ich zeige euch mal. Da ist er. Wir haben uns nämlich gedacht, die Karre ist so verbastelt, dass wir den einfach in die Tonne schmeißen und dem mal ein vernünftiges Auto dahinstellen. Und ja, ich
finden, gar nicht mal schlecht. Nein, Spaß. Also wir arbeiten natürlich noch fleißig an dem Wagen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was vorbereitet. Hier sind schon ein paar Schriftzüge mit Startnummern, die wurden gerade geplottet. Das ist hier so ein Plotter. Da werden die Folien mitgeschnitten. So, hier werden auch gerade noch ein paar Logos vorbereitet. Hier steht der Wagen. Ich muss jetzt gucken, dass ich euch nicht zu viel zeige. Das muss ja noch ein bisschen Überraschung sein. So, also von hinten sieht er noch relativ nackt aus. Und hier sind jetzt schon ein paar Formen abgeklebt. Was später das Design wird, mit dem Knifeless Tape, was hier verklebt ist, schneidet man nämlich anschließend die Folie durch. Und schwenkt mal schon so ein bisschen rüber zur anderen Seite, da sieht man nämlich schon was. So, das muss reichen hier. Ja, und wenn der Marius jetzt schon Werbung für seinen Sackrasierer macht, dann werde ich das Ganze für mich auch nochmal nutzen. Wir suchen nämlich noch dringend neue Mitarbeiter. Also wenn ihr im Bereich Fahrzeugfolierung was könnt, also das heißt, wenn ihr es wirklich professionell macht, dann bewerbt euch gerne am besten zu sofort. Und für die Leute, die einfach so an sich Bock auf den Job haben und das Ganze vielleicht ein bisschen besser kennenlernen möchten, bieten wir auch Schulungen mit an. Ja, checkt einfach mal unsere Homepage. Da stehen alle aktuellen Schulungstermine und sonstigen Infos drauf. Und vielleicht sehen wir uns ja dann mal. Bis später. 8:01 Abend. Also, wir haben jetzt Donnerstag. Ich bin mit der Nastja gerade mit der schönen gelben A-Klasse zum Ricardo gefahren. Der steht auch schon bereit. Und da hinten steht er schon. Der C63. Ich habe gerade eben noch nicht drunter geschaut. Und er hat mir auch keine Bilder geschickt. Also, ich bin mal extrem gespannt, was du da gemacht hast. Weil im Endeffekt, gut, ist ja eine Folie. Wenn du verkackt hast oder Lila Glitzer hast, kann ich es ja wieder runterziehen. Ne? Es sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ihn jetzt final auch noch nicht gesehen, weil ich jetzt gerade erst wiedergekommen bin und das Ganze ein bisschen stressig war. Aber ja, das Team hat ihn fertig gemacht und ich glaube, der ist echt Bombe, ey. Also wir gucken mal zusammen, aber ihr seid ja am Ende die, die beurteilt, ob es gut aussieht oder nicht, ne? Schreibt es in die Kommentare. Also komm, Ricardo, zeig also uns mal. Sieht übel fett aus, richtig Racecar. Ist echt brutal. So, warte, ich stelle mich mal, wo stelle ich mich am besten hin? Hier. So, jetzt gucken wir mal zusammen. Mach den nochmal einen Moment. Zieh es runter, komm. Soll ich wirklich? Ja, komm, mach. Alter, was geht ab, ey? Und jetzt, ich muss gerade mal außen rumlaufen. Also ich hoffe, das kommt auf Kamera rüber, ey. Also scheppert schon richtig. Also das ist ja, Und nachdem ihr euch an ganz vielen animalischen Lauten von mir erfreuen konntet, haben wir das Auto jetzt nochmal unter das schöne Licht gepackt, damit wir es euch nochmal richtig präsentieren können. Schaut ihn euch an, ich komme einfach wirklich nicht klar, was der Ricardo da gezaubert hat. Es sieht wirklich wie ein Rennwagen aus, wie meine Vorgabe auch war. Mit den roten Akzenten mega geil, hier an den Flaps, hier unten am Schöller auch nochmal die rote 63, weil es ein 63 AMG ist, hier von der Seite auch nochmal. Aber jetzt können alle von euch sagen, was ihr wollt. Hier fehlt eine Theke. Mit einer Abrisskante ist es auf keinen Fall getan. Also auf keinen Fall. Und der Big Booty von ihm wirkt auch richtig geil jetzt. Also das sieht einfach nur geil aus. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal beim Alex und dem schönen China Alibaba Spoiler. Also wir haben jetzt den nächsten Tag und ich bin jetzt hier beim Alex angekommen. Denn Alex, wir müssen uns jetzt um eine Sache kümmern. Den Heckspoiler. Den Heckspoiler. Ja. Ich habe natürlich wieder beste Ware bei Alibaba bestellt, weil bei diesem krassen Design kann das natürlich nicht so bleiben ohne Heckspoiler. Zeig uns mal dieses Prachtding, was ich ja bestellt habe. Zumal nur ein bisschen Randinfos. Das Ding hat mit Versand, glaube ich, knapp 550 Euro gekostet. Also erstens mal, es fängt damit an, dass es drei Teile sind statt ein Teil. Ja, stimmt, normalerweise die Dinger, die sitzen doch irgendwie so draußen. Ja, normal gehören die hier hin, ja. Also ich habe es ja schon vorab mal ausgepackt, es gibt auch keine Befestigungspunkte, wie man das hier machen könnte. Hier ist ein Punkt, ne? Aber ja gut, aber wir können es höchstens so machen wie bei dem anderen, einfach hier eine Schraube durch. Ja, am Ende war der andere genau der gleiche und die haben den mit zwei Schrauben durchgekriegt. Ja, auf jeden Fall, wir müssen das irgendwie dahin kleben, aber das kriegen wir ja hin. Aber der Spoiler ist allgemein so richtig schwierig. Meinst du die Carbonqualität oder was? Ja, allgemein, wenn du jetzt hier mal, ich meine auf der Kamera ist echt schwierig. Aber wenn du da durchguckst. Also ich sehe Orangenhaut wie sonst was bei den. Oh ja, yeah, ich glaube, jetzt sieht man es. Wie wellig das ist. Der ist wellig und hat Orangenhaut wie blöd. Ja, und der glänzt ja auch kaum. Und jetzt hier ist. Stimmt, der wirkt auch schon voll verkratzt. Und hier löst sich schon das Carbon. Und hier ist auch irgendwie. Also hä, das, da ist eine Luftblase her. Ja, das spürt man, eine richtige Luftblase da drin. Ein paar Kratzer hat er auch schon. Also Alex, würde ich sagen, den machen wir mal drauf, oder? Nee, den machen wir sicher nicht drauf. Wie? Nee. Wie?
diese Halterung, die können wir da drauf machen. Die sind echt gut. Die sind qualitativ auch wirklich schön gemacht und schön gepulvert und so. Tolle Teile. Oh, den Heckspoiler, sorry, aber. Ja, aber der kann doch nicht so nackt da hinten bleiben. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann machen wir den Originalen wieder drauf. Aber den tun wir vorbereiten. Wir machen den schick, machen den irgendwann wieder schwarz, lackieren den. Und dass der zusammengebaut ist und ohne Wellen. Und dann machen wir den drauf, aber so. Ja, weil sorry. Ich glaube echt auch, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, am geilsten hätte ich auch gefunden, wenn der schwarz wäre. Weil wir haben eigentlich nur die Carbon-Außenspiegel, ansonsten Seitenschweller ist schwarz, die Flaps sind jetzt schwarz, unten das Schwert ist schwarz. Also ja. An sich haben wir beim Auto Chrom, schwarz Hochglanz, genau wie die Felgen auch. Und jetzt, hoffentlich bald auch ein schwarzglanz Spoiler. Aber jetzt macht der Alex, du machst den Original nochmal drauf. Ja, den kleinen. Aber der, das ist der neue oder warum der in Dubai da, also der sah nicht so aus, wie das Auto kam. Ich habe den ein bisschen aufbereitet, einmal geschliffen, okay, 2000er, danke. Neu poliert. Es sieht echt gut aus, ne? Also richtig gut hinbekommen. Ja, sieht gut aus. Also ich hoffe jetzt mal, die von euch, die gegen den Spoiler sind jetzt glücklich mit der Abrisskante. Sieht auf jeden Fall auch gut aus, aber ich finde, bei dem aggressiven Design brauche auf jeden Fall einen Heckspoiler. Oder was sagst du, ja, Alex? Der ist auf jeden Fall ein bisschen mickrig, also. 3 Stunden später. Mittlerweile ist es Abend geworden. Wir haben den C63 gerade eben nochmal schön gewaschen. Der glänzt jetzt wieder, wie als ich mir Ricardo abgeholt habe. Und jetzt lüfte ich auch mal das Geheimnis, welches Event das in München ist, auf dem der Kollege stehen wird. Es ist nicht, wie viele von euch wahrscheinlich vermutet haben, die IAA, sondern der Kollege wird beim GRIP das Moto-Event Select stehen. Ihr habt wahrscheinlich noch gar nicht davon gehört und Select steht in dem Fall auch dafür, dass es nur geladene Gäste sind. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation, ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, gibt es ja das GRIP, das Moto-Event leider nicht mehr. Deshalb haben die Jungs da sowas auf die Beine gestellt, wo halt geladene Gäste sind mit richtig geilen Autos. Da gibt es am Sonntag, also für euch morgen, einen Livestream, den ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch meinen Boliden mit den ganzen GRIP-Stars auch noch sehen. Und noch diverse andere Fahrzeuge. Der Rafael ist zum Beispiel auch am Start. Aber für die unter euch, die jetzt so lange im Video dran geblieben sind, ich muss nochmal mit euch sprechen darüber, was hier noch weitergeht, wie es mit mir und dem Kanal allgemein weitergeht. Denn Freunde, so wie es wir, was wir hier getrieben haben, können wir leider erstmal wahrscheinlich nicht mehr so weitermachen. Beziehungsweise ich muss mir da was überlegen, denn viele von euch wissen es ja, YouTube ist ja auch mein Job. Das mache ich ja nicht nur alles zum Spaß, auch wenn ich hier mir einen Traum erfüllt habe. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ich habe hier bei diesem Projekt, bei meiner Traumerfüllung C63 AMG Black Series, mehr Geld ausgegeben, als ich damit verdient habe. Und ich glaube, jeder von euch sollte verstehen, denn das macht kein guter Geschäftsmann. Das Problem ist einfach, Freunde, ich liebe Autos und ich mache es einfach deshalb. Ich mache es jetzt nicht, um Geld damit zu verdienen, aber ich muss trotzdem irgendwas umstrukturieren, denn ich habe euch ja in einem anderen Video schon mal erzählt, meine Freundin, die steht gerade hinten hinter der Kamera, die hat nämlich ihre Aufnahmeprüfung bestanden bei der Uni in München. Das heißt, wir müssen bald nach München ziehen und ich will ja weiter für euch Videos produzieren und ich habe da auch schon ein paar Ideen. Auch mit Raphael wird wieder was kommen, aber das wird natürlich auch noch weitergehen. Mit GAD machen wir da auch noch mit dem Motor was. Ich hoffe, ich quatsche jetzt nicht so viel durcheinander. Ich habe euch einfach nur versucht, mal wieder ein bisschen Einblick in meinen Kopf zu geben. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie packen, aber vielleicht jetzt nicht mehr mit solchen extrem kostenspieligen Projekten wie mit dem, weil der wird noch deinen ein oder anderen Euro auf dem Weg, bis er fertig ist, fressen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr vom Design haltet. Und natürlich, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo lassen würdet. Dann nur noch abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und ciao!